gehen jetzt für einen kurzen 24-Stunden-Trip nach Berlin auf eine Motivbesichtigung. Ich habe aber nicht so viel Zeug. Das größte Problem sehe ich tatsächlich aktuell in diesem aprilligen Sommerwetter, weil man einfach nicht weiß, worauf man sich einstellen soll. Berlin, du bist nicht wunderbar, Berlin. Hallo. Also, Joscha war jetzt länger nicht im Vlog dabei. Wir haben viele neue Abonnenten bekommen. Für die Leute, die dementsprechend nicht wissen, wer ist, habe ich gestern zu einem kleinen Q&A aufgerufen. Joscha ist mein Geschäftspartner für eine GmbH zusammen und ist Regisseur. Das heißt, ich bin meistens unter seiner Fuchtel am Set an der Kamera. Es sind sehr viele und sehr schöne Fragen reingekommen. Deswegen, ich glaube, wir brauchen zwei, drei Regeln. Und zwar, dass wir die Fragen relativ kurz beantworten, ja. Nicht zu ausschweifend und vielleicht die Sachen, die Leute gerne mehr hören, würden noch mal eine eigene Folge drüber machen, dass man wirklich sagt, man hat so eine thematische Ausschweifung, aber heute halten wir uns relativ kurz. Okay, Frage an Joscha. Wie bist du dazu gekommen, Kameramann zu werden und warum bist du zum Regisseur gewechselt? Kurz gefasst, ich habe beim WDR gearbeitet in einer ganz, ganz anderen Abteilung und bin dann so in diese Kamerarichtung reingerutscht und habe aber anfänglich Regie und Kamera gemacht. Also so, war so eine klassische One-Man-Army und dadurch hat sich das dann irgendwann ergeben, dass ich den Maris kennengelernt habe, der hat mich in der Kamera schwer überholt und dann blieb für mich nur noch die Regie übrig. Okay, ich würde die Geschichte leicht anders erzählen, aber da kommen wir noch zu, weil ich glaube, die Frage wurde mehrfach in verschiedenen Formen gestellt. Was musst du alles im Kopf beachten? Also bist du für alles verantwortlich, sowohl gestalterisch als auch technisch? Ich bin auf gar keinen Fall für alles verantwortlich. Ich glaube, das ist so ein riesen Irrglaube, den auch die Medien gerne weiter verbreiten und dann Regisseure hochstilisieren zu irgendwelchen Supergurus, die für komplette Filme verantwortlich sind. Und das ist halt völliger Quatsch. Man ist so eine Art Kreativverwalter. Letztendlich ist aber die Summe der einzelnen Teile, die Masse der verschiedenen Menschen, die machen das Produkt. Und man steht halt irgendwo in der Nahrungskette weiter oben, wird deshalb häufig missverstanden als derjenige, der irgendwie King of Kotelett ist. Das stimmt nicht. Das Wichtigste, was man sozusagen im Blick halten muss, ist eigentlich den Zuschauer. Also, um es mal ganz, ganz doof runterzudrücken, ich bin Anwalt des Zuschauers. Ich muss gucken, dass sich keiner vom Fernseher langweilt, angegriffen fühlt oder sich denkt, was zur Hölle gucke ich hier? Das ist mein Hauptjob. Wenn ihr immer so lange arbeitet, wann kommst du dazu, den Vlog zu schneiden? Finde ich mega geil. Das frage ich mich auch regelmäßig. Ja, aber pass auf, das Schöne ist, 2021 ist, glaube ich, das beste Jahr, was wir so lebenstechnisch je hatten. Also ich finde es wirklich, wirklich sehr, sehr geil. Wir haben früher immer von der Work-Work-Balance gesprochen. Genau. Mittlerweile hat es sich sehr, sehr gebessert. Ich finde, das ist ein Thema, was ich gerne mal auf dem ganzen Vlog ausführen würde, weil wir haben uns sehr, sehr lange den Arsch aufgerissen und jetzt habe ich gerade so ein bisschen das erste Mal das Gefühl, dass es sich gelohnt hat und dass wir jetzt auch mal zurückgehen dürfen, ohne direkt die Angst zu haben, pleite zu gehen. Deswegen, ich habe 2021 extrem normale Arbeitszeiten, jetzt bei Drehtagen mal abgesehen, aber ich gehe meistens irgendwie um 19 Uhr nach Hause. Gerade jetzt im Sommer verbringe ich dann auch irgendwie ein, zwei Stündchen mit Carina, Sonnenuntergang gucken, schön essen, irgendwie ein bisschen chillen und setze mich dann meistens so gegen 21 Uhr in den Vlog und bin für gewöhnlich um 23 Uhr spätestens fertig. Ich habe gestern mal nachgeschaut, das hier ist Vlog Nummer 106 dieses Jahr alleine. Krass. Und ich habe mich krass eingegroovt auf jeden Fall. Also ich shoote die Dinger jetzt schon so, dass ich die gut schneiden kann. Ich habe schon irgendwie mein Premiere-Projekt übelst krass als Preset vorgefertigt, dass ich da halt wirklich krass gut durchkomme. Und was mir am meisten hilft, ist wirklich beim... Ich versuche mir morgens schon zu überlegen, wie ungefähr meine Struktur aussehen könnte, weil ich ja morgens meistens weiß, was ungefähr passiert. Und dann klappt das echt gut. Ja. Arbeitest du ja schon mit bestimmten Methoden beim Umgang mit Schauspielern? Insofern, dass ich mit jedem Darsteller, jeder Darstellerin anders arbeite. Ist ja nicht wie ein, keine Ahnung, Bankangestellter, der in der Maske sich durch von A nach Z klickt, sondern jeder Darsteller, jede Darstellerin ist primär erstmal Mensch. Und muss sozusagen insofern eine besondere Behandlung erfahren. Es kommt total darauf an, was für ein Mensch das ist und in was für eine Stimmung die sich befinden. Das finde ich wichtig. Ich arbeite aber auf jeden Fall nicht mit irgendwelchen Methoden, denn ich habe diesen Beruf nie gelernt. Ich weiß gar nicht, was ich tue. Und trotzdem klappt es überraschend gut. Wie macht ihr das mit dem Gehalt? Schreibt jeder von euch einzeln eine Rechnung über seinen Aufwand oder 50-50? Als wir noch nicht eine Company waren, sondern zwei verschiedene Companies hatten, hat man sich natürlich einfach die Rechnung gestellt und zwar für genau die Leistung, die man erbracht hat. Das ist auch der Grund, warum wir gesagt haben, Alter, das macht keinen Sinn, wir stellen uns nonstop Rechnungen gegenseitig, lass die Firma zusammenlegen, die Firmen. Und mittlerweile ist es einfach so, jeder hat ein Angestelltengehalt. Genau.
Wir sind angestellte Geschäftsführer. Und alles, was wir verdienen, egal ob jetzt Marius 10 Tage lang ein Musikvideo macht oder ich 20 Tage bei irgendwelchen Produktionsfirmen im Schnitt rumgammel, alles geht in die Firma. Wir kriegen unsere Gehälter. Und was wir uns nicht selber nehmen, wird halt für andere Sachen verprasst. Für Angestellte, für Möbel, Mieten, alles Sprit. Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass Joscha 6 Cent mehr verdient als ich. Ja. So, jetzt fragt euch mal warum. Quasi die gleiche Frage nochmal. Wenn Joscha untriebig ist, wahrscheinlich bezogen darauf, dass ich gestern erwähnt habe, dass du die ganze Zeit bei Produktionsfirmen abhängst, rechnet ihr das trotzdem über die Supersteady ab? Ja. Oder macht Joscha das als Freelancer? Das wäre total umständlich. Also erstmal steuerlich der totale Vollhorror. Ja. Und zweitens ist es halt auch total normal, dass man als DP und Regisseur teilweise verschiedene Wege geht. Es kann gut sein, dass in der Vorproduktion von irgendeinem Projekt Marius arbeitet am gleichen Projekt wie ich. Wir sehen uns trotzdem 10 Tage lang nicht. Aber wir haben 10 Tage trotzdem am gleichen Projekt gearbeitet, aber einfach in komplett verschiedenen Dingen. Dann ist Marius irgendwie mit dem OB unterwegs und die machen irgendwelche crazy Lichtkonzepte, Verleiher, keine Ahnung was. Der muss natürlich nicht 24/7 dabei sein, sondern hängt in der Zeit irgendwie im Produktionsbüro und lass mir den Kopf zerdrücken von der Regieassistenz darüber, wie man die Drehtage alle schafft. Ja. Das ist, glaube ich, nichts, was man mit jedem einfach so machen könnte. Also wir haben ja damals, als wir die Firmen zusammengelegt haben, war Joscha definitiv der finanzstärkere Partner, der mehr erwirtschaftet hat. Und mir war das unangenehm. Ich weiß noch, dass ich dir gesagt habe, Joscha, ich will nicht, dass du irgendwann das Gefühl hast, ich bringe nicht mehr oder nicht genug ein. Mhm. Und ich habe das Gefühl, und ich hoffe, das siehst du genauso, dass das nie zum Thema wurde, weil wir eben beide mal mehr, mal weniger halt irgendwo rausholen. Also wir haben ja immer scherzhaft, sprechen wir davon, dass wir eigentlich verheiratet sind, weil wir unglaublich viel Zeit miteinander verbringen, normalerweise geteilte Konten haben etc. pp. Und ähnlich wie in einer vernünftigen Beziehung oder Ehe ist natürlich so, wir kämpfen beide für die gleiche Sache. Und wir kämpfen sozusagen für unsere Familie und das ist ja auch das, was wir für diesen Traum, den wir da tatsächlich ja mittlerweile leben. Und da darum geht's. Wer da am Ende irgendwie mehr Kohle einfährt, ist scheißegal, weil das sind unsere Projekte und basta. So. Ich bin eigentlich total froh, dass wir da in mancherlei Hinsicht so einen kommunistischen Ansatz fahren bei uns in der Firma. Ja. Wir haben uns eben auch am Anfang gesagt, ey, wir scheißen uns nichts vor, wir spielen mit offenen Karten, da kann es keine Gräme gehen. Natürlich passiert das ab und zu mal, dass man mal irgendwie ein, zwei Wochen lang was in sich reinfrisst, bevor man das ausspricht, aber es muss ausgesprochen werden. Also ich frage mich gerade, wir hatten zum Beispiel so eine Situation bei Valkyren, wo du an irgendeinem Punkt in der Vorproduktion gesagt hast, Digga, das ist dein Projekt, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich hier gerade machen soll. Ich fühle mich hier komplett ausgeschlossen und du machst und planst irgendwas. Und ich habe das Gefühl, also das war so ein bisschen, als wärst du so der Sklave in dem Ding, der einfach ausführen müsste. Und da muss man sagen, das habe ich einfach gar nicht gepeilt. Ich habe das so gar nicht gesehen, sondern war einfach in meinem Tunnel. Und der Witz ist, das Gleiche ist dann kurz darauf andersrum passiert, bei diesen Venues-Musikvideos am Anfang. Da war ich dann plötzlich in der Position, was ich Joscha vorgeworfen hatte und habe das dann selber gemacht. Und das war genau das Ding. Marius hat dann Regie gemacht, ich Kamera. Und plötzlich ist halt so eine Situation, wo man auf einmal krasses Verständnis wieder füreinander entwickelt, weil man merkt, so ja, es fühlt sich halt super scheiße an. Und wir können halt froh darüber sein, dass wir nicht einfach uns streiten und sonst was emotional irgendeine Scheiße an den Kopf werfen, sondern einfach miteinander sagen können, pass auf, das fühlt sich doof an, weil so. Und dann versucht man das auch zugunsten des anderen irgendwie zu lösen. Und das ist halt das, was wir eigentlich Ehe nennen. Ne? Ja, passend dazu, bleiben Marius und Joscha noch zusammen oder steht eventuell eine mögliche Trennung bevor, zum Beispiel wegen Corona und so weiter? Ich weiß nicht, ob die Frage ganz ernst gemeint ist. Also ich würde sagen, es gibt aktuell keine Trennung in Sicht. Ob wir jetzt für immer die Supersteady führen, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, wir beide wissen sozusagen, dass die TV-Branche für uns nicht für immer das perfekte Nest bietet. Und es kann sein, dass man irgendwann an den Punkt kommt, wo man sagt, okay, wir müssen das Firmenkonstrukt verändern. Ja. Und dadurch könnte sich eine Trennung in einer bestimmten Form anbahnen. Auf der anderen Seite bin ich aber mit Marius als DP total happy. Und selbst wenn wir jetzt nicht mehr in der Supersteady sind, sondern geschäftlich getrennte Wege gehen, werden wir trotzdem als Künstler zusammenarbeiten. Also, nein. Gehe ich auch von aus.
Okay, dann gehen wir mal rüber zu Instagram. Da kamen auch einige nice Fragen. Nochmal einiges. Holy fucking shit. Okay, gehen wir es mal schnell durch. Quick Lightning Round. Habt ihr Film studiert? Nein. Nein. Wie ist das für Joscha, immer zu dir aufschauen zu müssen? Hahaha, Größenjokes. Lisa hat mich letztens indirekt als sehr klein bezeichnet. Ich bin 1,81 Meter. Das tat weh. Was war der Punkt, wo ihr euch dachtet, jetzt mache ich mich selbstständig? Ich hatte einen Auftrag und musste, sonst hätte ich den nicht machen können. Am Ende meiner Ausbildung war ich Vollzeit selbstständig. Nebenher selbstständig war ich schon in der Ausbildung, weil ich nach dem ersten Lehrjahr gefühlt nichts mehr gelernt habe dort. Ja. Wie lange kann man bei euch Praktika machen? Ja, wir machen normalerweise 3 Monate. Jetzt hatten wir ein paar Mal nur einen Monat in den Zeiten, in denen Lisa in der Schule ist. Das ist okay, aber... So ein bisschen schade, weil... Ja, meistens, wenn es gerade anfängt zu harmonieren, dann... Harmonieren jetzt nicht im Sinne von, dass wir total scheiße sind und erst nach 4 Wochen anfangen nett zu sein, aber es dauert halt ein paar Wochen, bis man so die Abläufe verstanden hat. Und dann float's halt cool und es ist total schade, wenn dann jemand genau da geht. Habt ihr einen schulischen Lehrgang zu eurem Beruf gewählt, Filmhochschule und so weiter? Also nein. Ich habe die Mediengestalter Bild- und Tonausbildung gemacht. Ich nicht. Joscha ist kompletter Quereinsteiger. Warum nur Nagellack an der linken Hand? Tatsächlich, ich finde es einfach gerade stylischer. Ich werde das bestimmt ein bisschen switchen hier und da, aber... Gefällt mir gerade einfach gut. Was muss ich tun, um für euch mal Setrunner sein zu dürfen? Wenn wir wieder ein eigenes Projekt drehen, sowas wie Valkyren, dann werden mit Sicherheit Aufrufe wieder stattfinden und dann kann man das gerne tun. Hat die Firma für euch finanzielle Vorteile im Vergleich zu Freelancer oder Gewerbe? Also das steuerlich auseinander zu klamüsern hier in kurz ist fast unmöglich. Ja. Vielleicht ist die alternative Antwort, wir können als Firma viel größere Jobs umsetzen, ergo wir verfügen über viel konstanteres Geld, können uns deshalb ein regelmäßiges Gehalt auszahlen. Und das entspannt total die Geldsorgen. Ja, und vor allem auch die Versicherungsthemen. Wie schafft ihr es, euch davon abzuhalten, immer neues Equipment zu kaufen? Gar nicht. Wir haben mittlerweile wirklich super viel von dem, was wir brauchen. Ja. Aber wir investieren trotzdem noch viel. Also wir haben jetzt dieses Jahr wirklich auch viel in Licht nochmal und sowas investiert. Aber es hat sich halt grundlegend was ganz Wichtiges verändert. Früher hat man sehr, sehr kurzfristig irgendein Shit gekauft, weil man dachte, ich brauche jetzt das und das. Und dann hat sich teilweise erst ein Jahr später bewahrheitet, das brauchst du gar nicht. Wir haben mittlerweile so viel Berufserfahrung, auch so regelmäßige Projekte, dass wir ganz genau wissen, wir brauchen im nächsten Jahr das und das und das und kaufen das explizit an. Zudem kommt, wir kaufen viel höherwertiges Equipment, weil, habe ich gestern einen tollen Spruch gehört, wir können uns billige Sachen nicht leisten. Was sind eure Traumprojekte? Kinospielfilm, 90 Minuten. Ja, das ist natürlich so die Königsklasse, aber ich finde, das liegt nicht unbedingt daran, weil es im Kino läuft oder sonst irgendwas, sondern ich mag halt diese Projekte und das habe ich jetzt auch wieder gedacht bei Operation Burning Sun, wo man halt einfach mehr an einem Ding arbeitet und es ist nicht so ein Drehtag abgehakt, nächstes Projekt, sondern man hat so ein großes Ding, an dem man lange in der Vorproduktion steckt, wo man im Idealfall gute Drehtage hat und viele Drehtage hat. Einfach die Größe macht es für mich halt total aus und total attraktiv, weil man auch natürlich viel tiefer ins Projekt eintauchen kann, auch in der gestalterischen Ebene. Ja. Wie gefällt dir zurzeit eigentlich dein Leben? Gut. Also wenn ich meinen Weltschmerz wegdrücke, finde ich es unfassbar geil. Zurzeit. Weltschmerz? Mach mal einen kurzen Abriss darüber. Ja, die Welt geht vor die Hunde, die Ozeane brennen, die Verschmutzung überall, Klimawandel. Und man selber ist Mitschulter. Genau. Versteht ihr euch immer gut oder gibt es auch mal Stress? Und wie geht ihr damit um? Haben wir vorhin schon so ein bisschen beantwortet eigentlich. Was mir immer wieder auffällt, und das weiß der Joscha Gott sei Dank mittlerweile, glaube ich, auch am besten von allen, ich habe so einen richtig harten Fall von Resting Bitch Face am Set. Jedes Mal, wenn ich Making-of-Aufnahmen gucke, denke ich, Alter, Marius, du guckst wie der letzte asoziale Spast. Und ich glaube, das kannst du mittlerweile einschätzen, wann es wirklich ein Problem ist, wann wirklich mal die Laune schlecht ist und wann ich einfach nur gucke, wie ich gucke, oder? Ja, ich kenne dich, glaube ich, einfach mittlerweile sehr, sehr gut. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass ich dich fast besser lesen kann als du selbst. Es gibt Situationen, wo ich weiß, bei dir kippt leicht die Laune und dann weißt du es selber noch nicht. Was haltet ihr von vertikalen Videos? Musstet ihr schon mal welche machen? Ja. Bis geil. Ich habe damit ein bisschen gekämpft. Am Anfang fand ich es irgendwie doof. Mittlerweile finde ich es vollkommen okay. Das hat eine totale Existenzberechtigung. Was für Rückenübungen machst du, um dich fit zu halten? Klimmzüge und Liegestütze würde ich jetzt auch mal noch dazu zählen. Ich habe einmal die Woche Sport zusammen mit Freunden und einem Trainer, den wir uns alle teilen. Da machen wir so Eigengewichtsübungen und so ein bisschen CrossFit. Das ist total gut. Läuft das noch? Ja. Ich habe da einen Ausschlag von dir, alles gut. Ich habe einen Ausschlag von dir, auch eine schöne Aussage.
Welchen Skill hast du viel zu spät gelernt und hast dein jüngeres Ich dafür? Lichtsetzung. Safe. Also wirklich bewusst mit Licht umzugehen, ist ein Skill, den ich mir eigentlich erst in den letzten 2-3 Jahren angeeignet habe. Und ich hasse mich wirklich inzwischen dafür. Also hassen ist übertrieben, aber ich finde es wirklich traurig, wie so ein unfassbar wichtiges Thema immer so wenig Beachtung gefunden hat. Und das ist halt die große Problematik an der YouTube-Filmemacherei, wo wir auch herkommen. Du bist halt, du kriegst so eine kranke Gehirnwäsche, dass du gar nicht merkst, was für, also wie ungeskillt du eigentlich bist. Also ich sehe viele Sachen, die mir noch fehlen. Ja. Ich weiß, dass ich mich mit Schauspiel viel zu wenig auskenne. Ich müsste eigentlich selber mal 1-2 Semester Schauspiel studieren, so nebenbei, um in diese Materie richtig reinzukommen. Letzte Frage, wie sieht es eigentlich mit Walküren aus? Ich muss dringend da mal, jetzt kann ich nicht mehr reden. Scheiße. Ich habe jetzt im August halt kein Projekt zum Glück. Deshalb bin ich schwer am Hoffen, dass ich die Postproduktion jetzt da endlich mal abschließen kann. Weil das Ding ist im Endeffekt im Rough Cut fertig. Jetzt fängt aber der Teil an, der wirklich hart ist, zu sagen, ich entscheide mich final für bestimmte Dinge. Ich habe es selber noch nicht gesehen und ich warte dann auf den Zeitpunkt, dass Joscha sagt, Marius, ich bin jetzt betriebsblind, sag mir bitte, was scheiße ist. Wie schlecht ist es? Aber es ist auf jeden Fall nichts, was ich verlaufen wird. Weil Köln wird kommen. Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Es waren sehr, sehr viele coole und interessante Fragen dabei, finde ich. Vielen Dank auf jeden Fall. Ihr kennt das Spiel, falls Fragen offen geblieben sind oder die Fragen, wo ihr gerne mehr zu wissen würdet. Ne? Wenn ihr irgendwie sagt, mach mal einen kompletten Blog drüber, dann ab in die Kommentare. Ansonsten Daumen nach oben, der ganze YouTube-Scheiß. Und willst du die Ehre haben, heute die Kamera zu schließen? Ich schließe die Kamera. Aber was ist, wenn das so unnatürlich lange dauert und so ein bisschen nervt und man sich denkt, boah, Alter, das ist wirklich einfach gar nicht mehr witzig. Was soll das denn jetzt? Hör doch, geht, danke, tschüss.